gucken, dass jetzt kein Creeper mich. Da oben sind wieder zwei Creeper. Im Schatten. Durch ein Schwein ist der hier. Und? Nix. Aber hier ist wieder so eine Art Sumpfgebiet. Da vorne ist Sumpf, das weiß ich. Und deswegen haben wir hier auch Lehm wieder ganz viel. Weil in den Sumpfgebieten ist Lehm. Aha. Und wenn man Hühnchen roh frisst, das kann ganz schön in die Hose gehen. Und jetzt ist da ein Creeper, wo wir wieder raus wollten aus dem Wasserbecken hier. Und dann ist noch so ein Schwein. Und noch ein Creeper, na geil. Aber wir wollten ja eh nicht heile zu Hause ankommen. Wir wollten ja Hauptsache, wir sehen ein Dings, ne? Was auch noch was bei dir bringt. Ja, nur wenn ich den sehe. Weil ihr ja nur meinen Bildschirm seht, dann ist mir mal schnell hier das Essen, was wir gejagt haben. Aber leider tun sich unsere Lebenspunkte immer noch nicht auffüllen. Vielleicht sollte ich das Schwein da noch jagen. Da oben, das Schweinchen. Hoffentlich kommt da nicht so ein Creeper noch. Oder hier ein Creeper oder so. Ist ja jetzt eh so eine Selbstmordtour. Gerade um euch... Oh, hallo Skelett. Um euch das Ding zu zeigen. Den Enderman. Bisher sieht es aber immer noch schlecht aus. So, da oben ist das Schwein. Das Schwein, das hat sich echt den besten Platz ausgesucht, muss ich sagen. So. Ups. Oh Gott, hoffentlich ist da oben jetzt nichts. So. Laufen wir einfach hier außen rum. Ah, das ist das Schwein. Das sah irgendwie nicht danach aus, als ob das was gedroppt hätte. Schade. Gerade hat ein Skelett Leben verloren, ein Zombie Leben verloren. Ja, aber hier ist noch Nacht. Ich bin gerade schön unsere Wohnung am bepflanzen. Wir sind vor dem Skelett auf der Flucht. Okay, ich dachte schon. Nö, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen Leben, dass sich mein Leben wieder regeneriert. Also mir fehlt ein bisschen was zu essen. Nicht nur dir. Ja, deswegen sag, weiß nicht, wenn du dann gleich mal Dings anfängst anzupflanzen. So. So, pflanze mir hier auch ein bisschen Zeug an. Das war ja klar. Danke, dass du das wegbaust, was ich gerade angepflanzt habe, du blödes Mistvieh. Das war der erste Creeper heute Nacht. Ich habe leider keine Schere mitgebracht. Hast du gerade genießt? Ja. Okay. Gesundheit. Danke. Ich bin genau in dem Augenblick gestorben. So. Also das war nichts mit dem Enderman, das versuchen wir irgendwann anders nochmal. Was ist denn hier passiert? Überall Blüche und Bäume. Ja, zum Glück habe ich nur von allem eins verloren, also nicht so tragisch. Und viel Essen hatte ich auch nicht. Also ich werde auf jeden Fall gleich anfangen, hier Essen anzubauen, weil das überhaupt nicht geht. Oh, ich höre dann den Zombie, ja, jetzt ist wieder Action. Hatten wir so zwei ruhige Folgen, jetzt ist hier wieder voll Action, ey. So, ich hole mir jetzt wieder meine Werkzeuge und dann fange ich jetzt gleich dran an, da draußen Farmer zu spielen. Hoffentlich treffe ich jetzt nicht auf so viele Creeper, weil wir gerade nicht geschlafen haben. So, und wir müssen uns eine Sense bauen. Und eigentlich einen Zaun, aber da hier eh nichts spawnt, bräuchten wir auch keinen Zaun bauen. So, Chippen sind wichtig, falls wir dann noch irgendwas umbauen müssen und ja. Wo ist denn dieser blöde Zombie? Es wird doch gerade Tag, der müsste doch gerade sterben, oder nicht? So. Ein Schwert, ich habe immer gerne ein Schwert dabei, so. Und jetzt nehmen wir da noch ein paar Stöcke mit und ein bisschen Stein. So. Da oben ist ein Enderman, da ist ein Enderman, da ist ein Enderman. Und der stirbt gerade wegen dem Sonnenlicht. Da, ich habe euch einen Enderman gezeigt. Da oben. Da oben. Da. Ich gucke ihn auch an, aber es ist halt zu weit entfernt. Ich
Ich habe ja gesagt, da oben auf dem Berg war ein Enderman. Wäre ich doch einfach mal dahin gegangen. Naja, okay. Also da ist ein Enderman gewesen. So, dann müssen wir uns jetzt eine Hake machen, damit wir da Essen anpflanzen können. So. Stopp. Was? Okay, jetzt ist das Sound wieder halbwegs normal. Ah, Mann. Ist der Baum hier gewachsen? Ich stecke da irgendwie fest drin. Ist er gewachsen. Die Endermans, die spinnen doch eh noch rum. Die verhalten sich ja wie neutrale Zombies sozusagen. Ja, wie neutrale Zombies, weil die irgendwie im Multiplayer haben, die irgendwie sind die friedlich gestimmt der Umwelt entgegen. Warum auch immer. Und also soll ich jetzt einfach ein Feld anlegen, so über die Terrassen. Quer drüber. Und was sagst du zu meiner heimlichen oder zu Hause Plantagenbäume? Ja, niedlich da im Boden. So. Also man kann ja ein oder zwei Blöcke entfernt sogar von vom Wasser kann man Sachen pflanzen, habe ich ja jetzt rausgefunden. Und deswegen machen wir das jetzt mal hier so. So. Und dann fangen wir einfach mal hier an. So. So. Eigentlich bräuchte man noch weniger Wasser, glaube ich. So. Ich sehe überall immer Creeper und alles. Da ist hier gerade gar nichts. Yum-Yum. Wie? Yum-Yum. Ich habe immer noch ein halbes Herz. Ja, ich habe doch gesagt, ich tue gerade Sachen anpflanzen. Ja, ich meine auch so Fleisch. Ja, ich suche gleich. So, das bauen wir hier weg und das bauen wir weg und das bauen wir weg. Und dann schauen wir mal, wie das hier so wird. Also, da brauchen wir eigentlich nichts. So, zwei Felder, da müssten wir eigentlich was bauen wieder. So. Das sieht dann auch irgendwie mehr aus wie so ein Feld, als wenn wir überall immer Wasserkanäle dazwischen haben. So. So. Hier noch ein bisschen das Zeug wegbauen. Und zum Beispiel beim blanken Felsen. Ach, Minecraft ist auch toll, so realistisch. Ein bisschen Erde macht man weg und irgendwann kommt man auf Stein. Ist auch klasse. So, das und das. Und das und das. Und ist da jetzt gerade hinter mir ein Viech gespawnt? Nein, ich dachte schon, ich hätte hier so eine positive Aura auf die Viecher und das würde doch endlich mal spawnen, aber nee, nix. Pustekuchen mal wieder. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingswort. Pustekuchen. Kannst ja mal alles schön beleuchten. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, nachts wahrscheinlich spawnen die Viecher dann. Ich mache jetzt das Feld, also du kannst es beleuchten. So. Ich bin wieder am Dach dacheln. Am Dach dacheln. Totenstille. Wieso? Ich baue gerade ein Feld. Verdammt. Ups. Hast du deinen Zucker auch dabei? Wie? Nein, der wächst da am Strand. Wir bauen hier ein riesiges Feld hin. Das Problem ist, dass man sich um die Felder auch dann immer kümmern muss. Das ist immer etwas doof. So. Wie in echt? Ja, wie in echt, genau, weil sonst verwelkt das ganze Zeug und dann hat man nichts davon. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Creeper. Heilige Scheiße. Was? So. Ich sehe auch so grün und hässlich aus. Ja, genau. So. Und. Das zum Thema ein halbes Herz. Jetzt habe ich wieder volles Herz. Super. Okay, also rennst du jetzt gleich nochmal an mir vorbei. Kannst dich ja nochmal erschrecken. Ja, jetzt habe ich dich schon gesehen. So.
Und da habe ich ja gesagt, wir brauchen bestimmt nochmal die Schippe, um hier ein bisschen was anzugleichen. So. So. Hoch. So. Ziehen wir hier das noch ein bisschen rüber. Was war jetzt schon wieder los? Was soll los sein? Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn du dir wehtust. Was machst du denn die ganze Zeit? Mir wehtun. Ja, super. So. Logischerweise. Logischerweise. So, jetzt haben wir hier das und jetzt zeige ich euch, wie man einen unendlichen Brunnen macht. Das müsstet ihr eigentlich schon überall gesehen haben und wissen. Und so weiter. Also wenn jetzt ein Creeper kommt, dann macht man so keinen unendlichen Brunnen, aber normal macht man so einen unendlichen Brunnen, wie ihr gerade seht. So, ups. Oder man kann auch die einfache Variante machen, im Feld schon einen unendlichen Brunnen zu bauen. Geht das schon mit zwei? Natürlich. Du machst einfach auf dem ersten Feld, kannst du beim anderen Feld demonstrieren. Geh mal zum anderen rüber. Ja. Und mach ganz rechts einen hin. Ja. Und dann beim dritten, dann kannst du aus dem zweiten immer rausnehmen. Ganz hey. Einfach. Okay. Das geht auch. Wollen wir ein sehr spitzes Dach machen, weil das Haus ist extrem hoch. Breit. Ja, ist doch okay. Dann haben wir da oben noch eine schöne. So, dann können wir da noch einen Tisch hinstellen, unsere Künstleretage mit den Büchern und so oder so. Keine Ahnung. Ich hätte eigentlich eher gesagt, dass wir oben ein kleines Stückchen da noch Flachdach machen, wo wir dann quasi als Terrasse nutzen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung ist auch eine Ahnung. Ich könnte ja auch den Fluss drin lassen, dann könnte man hier, würde alles immer bis zum Anfang fließen. Mal guck, dann wird das nämlich jetzt an die Höhe. Soll ich den Fluss hier drin lassen oder soll ich das so lassen, wie es gerade ist? Wie den Fluss? Ich könnte ja auch einfach nur einen Fluss machen, sozusagen. Dann würde alles runterlaufen, was man erntet und. Ja. Kannst ja. Und das klappt? So. Dann erstmal hier wieder unseren unendlichen Brunnen beenden. So. So. Hört das irgendwann auch nochmal auf hier? Ich glaube, das geht auch nicht. So. Die radikale Methode. Ende gut, alles gut. So. Huch, was war denn jetzt passiert? Hast du irgendwie einen Server-Lag oder so? Okay. Nein. Okay, okay. So, nehmen wir uns hier einfach den Eimer und hauen das zu. So. Zack. Und schon ist es zugewachsen. Gibt's gar nicht hier. So, und das müssen wir auch noch wegnehmen. Wenn wir dann was abernten, dann müsste es immer alles schön nach da unten laufen. So. Müsste.